Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Dips, und heute geht's weiter mit unserer FIFA 15 Spielerkarriere. Und heute steht das Europa League Spiel gegen Vitesse an. Ich habe mich da mal so ein bisschen belesen. Ich glaube, die kommen aus den Niederlanden, ein niederländischer Verein. Denn so sagen die mir erstmal nichts. Bevor wir da allerdings reinstarten, will ich hier nochmal ganz kurz was gucken. Und zwar, was wollte ich tun? Hier wollte ich ganz gerne die Stutzen wieder lang haben. Die gefallen mir irgendwie kurz doch nicht so. Und dann, hier habe ich gesehen, letztens hatte ich hier mal kurz reingeguckt, da haben wir auf jeden Fall ein paar neue Sachen freigeschaltet. Weiter Einwurf, zweite Luft, akrobatisches Klären, da müssen wir uns irgendwas aussuchen. Okay, ich finde zweite Luft, denke ich, ganz gut. Dann haben wir hier frühe Flanke. Achso, wir können uns wahrscheinlich insgesamt vier Sachen aussuchen, würde ich mal so tippen. Oder fünf, ich weiß gar nicht, wie viel es jetzt sind. Eins, zwei, drei, vier, fünf, wahrscheinlich fünf Dinge. Ich finde zweite Luft ganz gut. Frühes Flanken brauche ich, glaube ich, nicht so angeschnitten. Der Schuss finde ich gut und Außenrissschuss. Die beiden Sachen finde ich ganz gut. Und was hatten wir hier unten noch angewählt? Geschicktes Dribbling finde ich auch gut. Und Fallrückzieher. Ja, das können wir so lassen. Und dann wollte ich ganz gerne nochmal hier in mein Pro, da in den Leistungen, denn mich interessiert auf jeden Fall mal, wie viel Sterne-Skills habe ich eigentlich? Ich habe vier Sterne-Skills. Ich hätte ganz gerne die fünf Sterne. Was muss ich denn dafür machen? Gehen wir hier mal durch. Hier gibt es überall Dribbling, Ballkontrolle. Müsste ja hier auch irgendwo kommen, glaube ich. Da war's. Wir müssen Gegner mit Spezialbewegung ausdribbeln. Na super. Na super. Das kann ja was werden. Denn ich benutze da diese Spezialbewegung so gut wie nie. Bin da auch nicht so gut drin. Aber nun gut, dann wissen wir, was wir dafür machen müssen. Ob wir das schaffen, ja, werden wir dann sehen, ne? 100 Stück, ich glaube, drei hatte ich bis jetzt. Tja, ich werde es mal versuchen. Auf Weltklasse wird es wahrscheinlich ein bisschen schwer. Müssen wir mal sehen. So, und dann geht's jetzt hier los auf jeden Fall. Wir spielen mit FC Schalke 04 gegen Vitesse. So würde ich es jetzt aussprechen. Wie gesagt, ich kenne den Verein nicht. Wir spielen in der Felditz Arena, also ein Heimspiel. Und ja, dann kann es hier losgehen. Da sieht man nochmal die Gruppe. Wir sind, ja, keine Spiele gemacht und sind noch aktuell noch auf Platz 1. Aber das heißt ja nichts, denn die anderen sind natürlich auch auf Platz 1 sozusagen. Dann wollen wir mal hier versuchen, das Spiel schnell zu machen. Ah, leg mal ab. Kommt einer mit. Und damit den Ball verloren. Und Einwurf für... Gibt es Einwurf für uns? Was macht er da mit dem Ball? Choupo-Moting ist auch dabei wieder. Ich habe gar nicht geguckt, wer hier alles mitspielt. Ich habe nur gesehen, dass wir schlecht in Form sind. Das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall mal ein gutes Spiel abliefern diesmal. Das wäre auf jeden Fall wichtig. Oh, jetzt lassen sie den Ball schön laufen hier. Machen sie gut. Aogo jetzt. Vorteil angezeigt. Jetzt vielleicht mal in die Mitte orientieren. Höger, ja, läuft sich fest. Und die Gegner klären zum Einwurf. Ich biete mich mal an. Vielleicht kriege ich den Ball jetzt. Leg ihn gleich weiter auf Aogo. Jetzt zurück auf den Flügel zu Choupo-Moting. Und jetzt kommt vielleicht die Flanke. Ja, da kommt die Flanke. Huntela. Und Huntela macht ihn. Ist auch gut gespielt. Schöne Chance. Und damit führen wir 1-0. War ich jetzt natürlich gar nicht dran beteiligt, aber nun gut. Was soll's. Sein zweites Tor in der Europa League. Wir hatten ja schon die Qualifikationsrunde quasi für die Europa League, die wir glücklicherweise überstanden haben auf jeden Fall. Und jetzt versuchen es die Gegner hier mal. Ja, Matip da, versucht zu klären, kommt aber nicht ganz hin. Und jetzt schaffen sie es hier mit dem Kopfball. Nee, sieht gut aus. Okay, oh, das war schlecht geklärt. Dann nehme ich mal ein bisschen nach hinten. Machen wir ein bisschen Defensivarbeit hier. Ja. Den habe ich doch. Komm. Nee, das habe ich mir ein Stück zu weit vorgelegt, leider. Sonst hätten wir da vielleicht noch eine Chance draus generieren können. Machen wir hier mal die Räume ein bisschen zu, dass die nicht so viele Anspielstationen haben. Und dann hoffen wir mal, dass da hinten einer klärt von unseren Verteidigern. Habe ich ja mal nicht so viel Einfluss drauf. Oh ja, das war schön gemacht, aber wir waren noch im Aus. Das heißt, es gibt Ecke.
kümmere mich hier um die 7. Ah, Torwart hat ihn. Gut gemacht. Komm, werf mal schnell. Ah, macht er langsam. Super. Stich gerade ein bisschen zugestellt. So, jetzt hier schauen, dass wir vernünftige Räume finden. Ogo. Da ist doch ein Raum. Komm, den hast du noch. Nee. Bisschen zu weit gespielt. Schade. Jetzt ist der Gegner wieder am Ball. Haben uns ein bisschen... Ja, die kaufen uns gerade so ein bisschen das Spiel ab hier, habe ich das Gefühl. Waren vorhin auf jeden Fall besser in der Partie. Vielleicht jetzt nochmal hier mit der Chance. Komm, gib mal ab. Ja, auf den Flügel. So, jetzt nach vorne. Ich weiß nicht, ob es abseits war. Könnte sein, ja. Schade. Hätte ich besser spielen müssen. Mich nicht hin. Legt ihn auf den Flügel. Ja, schöner Hacketrick. Haben sie jetzt mal Raum. Da muss ich drauf. Komme ich nicht hin. Legt er zurück. Ah, der war schlecht gespielt. Ach Mensch. Das ist meine Partie hier, habe ich das Gefühl. Oh, jetzt falle ich da auch noch blöde hin. Super, ey. Und ja, war er da. Liegt die nach vorne, steil. Kommt er noch zur Flanke? Er kommt zur Flanke, aber ja, die ist natürlich nicht platziert genug. Fährmann mit dem Abstoß. Jetzt den Ball hier mal ein bisschen laufen lassen. Ja, schön mit der Hacke. Funtela. Biet mich hier nochmal an. Oh, das war schlecht. Wie gesagt, das ist irgendwie nicht meine Partie, habe ich das Gefühl. Ich hoffe, dass ich noch ein bisschen besser reinkomme. 5,9 aktuell meine Bewertung. Das ist natürlich nicht so toll. Und, ja, oh, geklärt. Zum Glück funktionieren wenigstens die anderen Spieler. Dass wir hier wenigstens 1-0 führen. Oh je, oh je. Er hat fast den Gegentreffer kassiert hier, hatte ich das Gefühl. Fährmann mit dem Abwurf. Und da lasse ich mich schon wieder ablaufen. Passquote sieht noch ganz gut aus. 83%, glaube ich, stand da gerade. So auf die Schnelle richtig gelesen habe. Komm, jetzt macht's mal schnell. Jetzt haben wir auf jeden Fall mal Raum. Oh, schlechter Rückpass. Ich weiß nicht, ob er den da zu mir spielen wollte oder noch eine Station weiter nach hinten. Gleich ist Halbzeit. Wir führen 1-0. Das sieht auf jeden Fall ergebnistechnisch noch ganz gut aus. Wie gesagt, mein persönliches Spiel gefällt mir hier gar nicht. Da muss ich mich noch ein bisschen mehr reinhängen hier gleich in der zweiten Halbzeit auf jeden Fall. Damit wir das so gehalten kriegen. Schauen wir mal hier, vielleicht kann man das in den Leistungen sehen. Ne, das ist das. Gut, machen wir fortsetzen. Ich würde ganz gerne nochmal eine Statistik von mir vielleicht sehen, so. Aber die habe ich jetzt so auf die Schnelle nicht gefunden. Versuchen sie es wieder über die Flügel, die Gegner. Wie gesagt, die kommen auf jeden Fall besser ins Spiel. Müssen wir mal schauen, dass wir da vielleicht nochmal ein paar mehr Spielanteile gewinnen. Auch das Gefühl, dass wir jetzt relativ auf Konter ausgelegt sind irgendwie, was natürlich auch Sinn macht bei einer 1-0-Führung. Ich gebe ihm auf Huntela. Mein Tim ich wieder in die Mitte. Goretzka jetzt über die Flügel. Oh, den hätte er doch. Ah, da habe ich irgendwie geahnt, dass er mir den jetzt vom Fuß klaut.
Jetzt versucht er es mit der Flanke. Kommt die Flanke an. Nee, das könnte jetzt eine Chance für uns geben. Kommt keiner mit hier, ne? Jetzt Huntelaar, schick ihn mal. Ich bin wieder zurück. Nochmal geschickt und jetzt hat er ihn. Ah, wollte ihn rüberlupfen, aber konnte er den Ball nicht richtig, also nicht vernünftig platzieren. Oder kontrollieren. Den haben wir doch. Ja, der Ball ist wieder in unseren Reihen. Jetzt schön laufen lassen. Neustädter, ja, der war schlecht gespielt. Da war ich doch viel zu dicht am Mitspieler. Ja, schön in die, in die Füße gegrätscht. Zum Glück kein Freistoß. Huntelaar gibt die nochmal zurück. Jetzt nicht den Ball verlieren da in der Position. Das wäre jetzt schlecht. Wir gehen nach vorne durch. Ja, schöner Doppelpass. Kommt leider nicht an bei Huntelaar. Jetzt gerne nochmal hier so ein Tackling oder sowas. Ein vernünftiges bringen. Ja, nun gut. Gelegt auf Höger. Sucht eine Anspielstation. Flügel gebracht, den Ball. Nach vorne auf Huntelaar. Jetzt liegt mal zurück. Habe ich es mal mit der Körpertäuschung probiert, aber ja, wie gesagt, meine Dribbelskills sind nicht so die besten. Eigentlich brauche ich den fünften Stern bei den Spezialbewegungen auch gar nicht so unbedingt. Wie gesagt, weil ich ja eh kaum dribbel. Sollte das auch ohne gehen, aber wäre natürlich cool, wenn man die trotzdem irgendwann mal hätte, ne? Steigert natürlich auch meinen Marktwert. Okay, das war jetzt so richtig mies. Und da hätten wir jetzt eigentlich auch den Gegentreffer verdient. Da habe ich den Ball nämlich ganz schlecht angefordert. Sagt meine Bewertung, 6,2 aktuell. Eigentlich müsste ich mich ja jetzt hier auswechseln lassen. Schau mal, vielleicht sieht der Trainer das ja auch von selbst. Könnte natürlich auch mit der Form zusammenhängen, weil man hat ja gesehen, ich bin schlecht in Form. Und das sorgt vielleicht auch dafür, dass man dann ja auch nicht gerade besser spielt. Weiß ich nicht. Bin ich mir nicht so sicher, wie das genau mit der Form funktioniert. Ich habe nur öfter mal das Gefühl, wenn ich den anderen Karrieremodus spiele, weil da hat man ja auch die Form, dass wenn die Spieler schlecht in Form sind, dass sie dann auch irgendwie manchmal schlechtere Aktionen irgendwie machen. Aber vielleicht fühlt sich das auch nur so an. Weil eigentlich hängt die Form ja davon ab, wie man die letzten Spiele gemacht hat, glaube ich. Jetzt vielleicht mal den langen Ball. Gucken, ob Huntelaar schnell genug ist. Ja, er setzt den Körper ein, macht er gut. Aber er kann sich dann doch nicht entscheidend durchsetzen. Jetzt Wallace. Legt ihn ab auf Ibarra. Und jetzt versuchen sie es hier mit gekonntem Passspiel. Der kommt gut. Und hätten wir fast schon wieder die Gegentreffer kassiert. Also ein 1-1 wäre jetzt hier wahrscheinlich verdient aktuell. Der Trainer sagt, wir sollen ein bisschen defensiver spielen. Ich habe hier Raum. Wir gehen nach vorne auf Höger. Ja. Könnte das was werden? Lauf mal jetzt. Da, ich schicke ihn. Verfahren. Ja, so wird das nichts. Was hat er vor? Braucht er, glaube ich, Hilfe. Genau, so machen wir das. Wir gehen auf Huntelaar ab. Steht jetzt auf Verfahren. Und ja, da wird der Ball geklärt. Müssen wir nach hinten. Hinten ist auch keiner, oder? Die stehen alle nach vorne. Die Mitte mal zumachen. Bringt die Flanke, aber sehr ungenau. Ja, wundert mich, dass der nicht ins Ausgegangen ist hier. Oh, das wäre mein Mann gewesen. Kommt der Schuss und jetzt klär den bitte. Ja, hat er gut gemacht. Kommt nochmal der hohe Ball. Oh, der war schlecht. Wallace bringt nochmal den hohen Ball. Jetzt versuchen sie es hier mit der Brechstange. Und ja, da ist der Schlusspfiff, 90. Minute, da haben wir Glück gehabt, da haben wir richtig Glück gehabt, dass wir hier noch den Dreier holen. Und mein Spiel war auf jeden Fall richtig miserabel, mit 6,1 Bewertung, ja, meine Passquote ist okay,
Zweikampf, ein verloren. Ja, wie gehabt. Viermal schlechtes Stellungsspiel. 10 Bälle verloren. Ein gewonnen. Ja, da muss ich auf jeden Fall dran arbeiten. Kein Schuss aufs Tor gebracht. Also wie gesagt, das war eine miese Partie von mir. Ballbesitz war Vitesse auf jeden Fall auch besser. Und Schussgenauigkeit. Wir hatten zwei Schüsse, zwei Chancen und haben ja ein Tor gemacht. Das ist auf jeden Fall gut. Schauen wir mal bei den restlichen Spielern. Was haben die denn so für eine Bewertung? Ja, Huntelaar natürlich dadurch, dass er das Tor gemacht hat, eine ganz gute Bewertung. Fährmann, bester Mann des Spiels. Das sagt immer viel aus. Wenn der Torwart gut ist, dann war die Mannschaft wahrscheinlich meistens schlecht, wenn der viel zu tun hat. Und okay, als nächstes geht's dann gegen Hoffenheim, oder? Ist es? Ja, gegen 1899 Hoffenheim spielen wir als nächstes. Wir stehen auch in der Startformation und meine Spielerform ist, glaube ich, ein bisschen hochgegangen. Wir sind wieder auf okay. Schauen wir mal, ob wir beim nächsten Spiel ein bisschen mehr gerissen kriegen. In der Tabelle sollte sich ja nichts getan haben. Wo stehen wir da nochmal? Auf Platz 8 aktuell. Wir haben 5 Spiele, ein Spiel weniger also. Da ist noch alles drin. Wenn wir gewinnen, können wir sogar auf den dritten Platz, glaube ich, sogar vorkommen, oder? Hätten wir 12 Punkte. Ja, dann wären wir auf Platz 3. Das heißt, hier ist ein Sieg, also Pflicht. Ja, in der nächsten Folge geht's dann hier los, gehen mit Schalke 04 gegen Hoffenheim. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Macht's gut, bis dann. Ciao.